und schön, dass du wieder dabei bist. Heute zeige ich euch meine Hautpflegeroutine, zumindest meine derzeit aktuelle Hautpflegeroutine. Und ja, los geht's. Ich habe hier schon ein Kistchen zusammengerichtet und mit den Produkten, die ich morgens und abends verwende, um meine Haut zu pflegen, zu reinigen. Ich würde sagen, wir beginnen morgens. Einmal ein Wattepad. Eigentlich immer eins von Ebelin und das ist dann auch meistens immer getränkt in diesen Balea Gesichtswasser, in diesen Ultra Sensitive Gesichtswasser ohne Parfüm, Parabene und Farbstoffe, ist von dieser Balea Med-Serie, die ich eigentlich zurzeit sehr gerne verwende, ist auch ohne Alkohol und ja, wie gesagt, ohne Parfüm und sensitiv zur Haut, das meine Haut auch gerade sehr benötigt. Ich finde das Gesichtswasser richtig gut, es reinigt nochmal nach dem Schlafen. Also das ist immer das erste Produkt, das ich auf mein Gesicht gebe. Eigentlich muss ich sagen, verwende ich morgens gar nicht so viel. Ich creme mein Gesicht ein und da verwende ich entweder das Balea Med Ultra Sensitive, die Tagescreme mit 50 ml, ist vegan, ohne Parfüm und Farbstoffe. Entweder das hier oder ich verwende von Nivea diesen Sonnenschutz 50 ml SPF 50. Der ist auch speziell fürs Gesicht mattierender Sonnenschutz, 0% fettiges Hautgefühl und der ist eh schon ziemlich leer. Aber ich muss halt auch sagen, ich verwende ihn jetzt nicht jeden Tag. Es ist zwar sehr, sehr, sehr wichtig, Sonnenschutz zu tragen, das sage ich auch immer wieder. Aber es ist auch wichtig, der Haut ein bisschen Vitamin D3 zu geben. Ja, also da muss man dann selbst abschätzen, was man so haben möchte. Ich variiere da auch immer so von Tag zu Tag. Wenn ich weiß, dass ich heute recht viel draußen bin und die Sonne scheint, dann ja, gehe ich auf jeden Fall mit einem Sonnenschutz über mein Gesicht. Wenn ich weiß, es würden mir jetzt mal ein paar Sonnenstrahlen gut tun, verwende ich nur das. Oder man kann auch die beiden Produkte kombinieren, aber ich muss sagen, wenn ich den hier auftrage, muss ich schon etwas länger warten, damit meine Haut dieses Produkt überhaupt aufnehmen kann, um dann überhaupt mich zu schminken. Und ja, also die zwei Produkte sind eigentlich meine derzeitige Tagescreme. Als Pflege benutze ich eigentlich dann nur noch für die Lippen diese Haut- und Kindercreme von Kaufmanns für die Lippen und mit der bin ich total zufrieden. Die habe ich euch schon oft gezeigt. Ja, und das war's eigentlich für den Tag. Zur Hautpflege, finde ich, gehört auch den ganzen Körper zu pflegen bzw. auch einzucremen. Und da verwende ich eigentlich zurzeit die zwei Produkte. Und zwar ist das einmal hier von Neutrogena, die Deep Moisturized Body Lotion in Sensitive, parfümfrei, Pflege für trockene und sensible Haut mit 400 ml, kommt hier mit so einem praktischen Pumpstoß, wo man nur mehr drauf drücken muss, also das finde ich schon sehr praktisch und die zieht auch wirklich sehr schnell und gut ein, die gefällt mir zurzeit wirklich sehr, sehr gut. Bei extrem trockenen Stellen greife ich aber dann doch eher zu der hier, ich bin jetzt nicht so Fan von der, und zwar ist es von Balea, diese reichhaltige Pflege Body Milk. Die ist wirklich sehr reichhaltig und die verwende ich dann nur an den extrem trockenen Stellen. Die zieht auch, finde ich, sehr, sehr schwer ein, aber sie tut auch der Haut richtig gut. Der Duft ist eher sehr neutral, ist für langanhaltend intensive Pflege mit wertvollem Shea Butter. Die ist jetzt auch schon, ja, ich würde sagen, fast leer oder bald leer. So oft verwende ich sie ja nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die nochmal nachkaufen würde. Ja, auch Deo-Creme, finde ich, gehört zur Hautpflege bzw. auch zur Reinigung. Und nach dem Duschen verwende ich zurzeit diese Green Door Deo-Creme ohne Aluminiumsalze. Und die finde ich auch ganz gut. Und ja, sie ist zwar sehr dick cremig, das muss einem natürlich schon auch zusagen. Das ist das Einzige, was mir nicht so gefällt, aber es stört mich jetzt nicht auch großartig. Auf jeden Fall ist sie gut und eher naturbelassen, von dem her, ja, nach dem Duschen bzw. Rasieren, finde ich, ist es halt auch eher wichtig, dass man nicht diese stark parfümierten Deo-Cremes sich auf die Haut klatscht, denn die Haut ist ja eh da schon gereizt. Deshalb achte ich da schon ein bisschen darauf und zurzeit verwende ich wirklich die sehr gerne. Ist auch noch ziemlich voll, also da ist Preis-Leistung wirklich richtig gut. Ist auch aus der Drogerie, aus dem DM, falls ihr die auch mal testen möchtet. Die habe ich jetzt auch hier mit reingepackt, aber ich verwende sie so gut wie nie. Wenn ich wirklich
so ein richtiges Full-Face-Make-up hatte und mal wirklich grob das Make-up runterzunehmen, dann ja, greife ich hin und wieder sehr selten auch mal zu solchen Abschminktüchern, die ich auch richtig gut finde. Aber ja, eigentlich gehören sie nicht zu meiner Routine. Kommen wir dann abends zum Reinigen und Abschminken meines Gesichtes. Und da verwende ich zurzeit und eigentlich auch schon länger oder lange dieses Reinigungsöl von Balea für trockene Haut, ist auch parfümfrei. Und ohne dem geht es zurzeit gar nicht bei mir. Also ich muss mir da schon einige Pumpstöße in meine Hand geben. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich gebe meistens schon so 7 Pumpstöße auf meine Hand. Wenn es mal mehr Make-up ist, dann 10-12 Pumpstöße. Ja, aber das brauche ich dann und dann geht wirklich alles runter. Ich gehe auch über die Augen, bin total zufrieden damit. Nachdem ich das gemacht habe und falls wirklich noch etwas Mascara irgendwo bei meinen Augen ist, dann verwende ich diese Washis hier. Und zwar, ja, die sind ziemlich groß, ein bisschen unpraktisch. Ich hätte solche Dinger gerne in klein, die wirklich so klein und dünn und schmal sind wie normale Wattepads. Da muss ich mich erst auf die Suche begeben. Aber zurzeit verwende ich die Washis und die mache ich einfach mit lauwarmem Wasser nass und gehe nochmal über meine Augen drüber, um eventuelle Reste nochmal wegzuwischen und das funktioniert richtig gut, aber notfalls habe ich auch noch Augen-Make-up-Entferner zu Hause. Und anschließend gehe ich dann wieder mit einem Wattepad und einem Gesichtswasser, und zwar wieder das hier von Balea, über mein ganzes Gesicht, um nochmal das Gesicht zu reinigen. Ach ja, nicht zu vergessen, das Produkt bitte nur auf trockener Haut verwenden. Also nicht vorher das Gesicht anfeuchten, nass machen, sondern wirklich, ich gehe ins Bad, drücke mir das raus und schmeiße mir das ins Gesicht und reibe so lange, bis ich das Gefühl habe, dass ich es jetzt runterwaschen kann. Vorher kommt kein Wasser ins Gesicht. Wirklich erst, wenn ich dann das Gefühl habe, dass sich das ganze Make-up von meinem Gesicht gelöst hat, dann kommt das Wasser hinzu. Ja, nach diesem Reinigungsöl, nachdem ich mein Gesicht abgewaschen habe, verwende ich eigentlich immer solche kleinen Gesichtshandtücher, die ich mir mal beim Action geholt habe. Und ja, die verwende ich ein bis höchstens zweimal, aber dann kommt es in die Wäsche, um wirklich eine saubere Gesichtsreinigung zu haben. Zu guter Letzt kommen dann noch die zwei Produkte. Zum Zweiten ist es die Balea mit Ultrasensitiv Nachtcreme, auch ohne Parfüm und Farbstoffe, vegan mit 50 ml. Da gibt es auch dann noch die Serie mit Urea, die finde ich auch ganz gut. Und ja, zurzeit habe ich aber die in Meat. Und ja, dann werden die Lippen nochmal eingecremt und dann war es das eigentlich auch wieder. Aber ich möchte euch jetzt noch zwei Produkte zeigen, die ich auch des Öfteren verwende, nicht immer, ja, irgendwie wie ich gerade Lust und Laune habe, und zwar spreche ich von den zweien. Das sind Produkte von The Ordinary, auch sehr gute Inhaltsstoffe und Produkte, und da habe ich einmal das für die Augenpartie und einmal das Ascorbylglucoside als Vitamin C Serum für unter die Nachtpflege. Muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht gerade hundertprozentig mit den Produkten zufrieden bin, denn ich gebe mir das aufs Gesicht und ich habe halt irgendwie dann das Gefühl, dass die Haut total klebrig ist, was mir eigentlich gar nicht so gefällt, und deswegen bin ich noch nicht ganz so hundertprozentig überzeugt davon. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt mal versuchen auch aufzubrauchen. Schreibt mir gern mal euer Lieblingsprodukt eurer Hautpflegeroutine in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gern ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen. Bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.